Seid ihr herzlich willkommen. Ein Liebesorakel, wo wir die drei wichtigen Fragen stellen. Was denkt er, was ist sein Plan, wie fühlt er sich und was wird er tun? Seinen Gedanken sehen wir hier oben und unten. Bald kommt ein Feier und er möchte dabei sein. Er zeigt hier Fröhlichkeit, Treffen mit anderen und er möchte, dass du Verständnis zeigst, dass er vielleicht bei diesem Treffen ist. Seinen Gefühlen sehen wir hier. Du kannst auf ihn vertrauen, auch wenn er diese Einladung wahrnimmt. Weil hier sehen wir sein Unschuld. Also er flirtet nicht mit anderen und er verabredet sich auch nicht mit anderen Frauen. Also hier sehen wir sein Unschuld und vor allem er liebt dich. Das ist dieser Liebespaar und symbolisiert dich und ihn. Und diese Liebe blüht auf. Was wird er tun? Das sehen wir hier. Hier erscheint dieser Stress. Ich glaube nicht, dass er zu viel Stress hat. Ich nehme eher so gelassen wahr. Aber er meint, dass du zu viel zu tun hast, dass du erlebst diesen Stress. Und er möchte dich aufmerksam machen, schau mal deine Möglichkeiten, dass du zur Ruhe kommst. Und sei mit dir selbst im Einklang. Du bist ein Teil von dem Universum. Mach das lebendig oder geh auf eine spirituelle Richtung. Oder entdecke diese Selbstliebe und hör auf, Stress zu machen. Und jetzt schauen wir an, was die Karten noch zeigen. Du sollst verständnisvoll sein. Das ist eine Erwartung. Und hier, dieser Baum bedeutet dann Stabilität. Er hat sowieso dieses Gefühl, oder ihm ist es auch sogar bewusst, er ist bei dir angekommen, er fühlt sich verwurzelt und kommt Ordnung und kommt Heilung in die Beziehung. Aber ihr braucht noch ein bisschen Geduld, weil ein Baum braucht auch Zeit, bis Früchte trägt. Und dieser Fest, diese Fröhlichkeit, er hat die Möglichkeit zum Handeln. Er könnte diese Einladung abschließen, gar nicht dabei sein. Aber kann auch Offenheit dafür zeigen und öffnet sich diese Tür, weil er möchte bei diesem Feier dabei sein. Dieser Schlüssel liegt an seiner Hand. Er wird handeln. Was blüht hier auf? Außer die Liebe, weil das erscheint hier auch. Ja, die Liebe blüht auf und das bringt euch beiden Glück. Er ist auch glücklich mit dir und er wünscht, dass du zur Ruhe kommst, dass du nicht so viel Stress hast, dass du auch glücklich bist in dieser Liebe und dass du ihm vertraust. Sein Unschuld. Dieses Haus bedeutet Sicherheit, Stabilität und Schutz und er möchte mit dir etwas aufbauen, er möchte mit dir glücklich sein und hier blüht etwas auf. Das Haus kann Struktur sein oder möchte mit dir zusammenleben oder dich besuchen. Und dieser Blumenstrauß wirkt auf eure Liebe, zeigt deine Schönheit, deine Weiblichkeit oder eine Überraschung, ein Geschenk.
Und das kann zum Beispiel Verlobung auch sein. Was macht dir Stress? Dieser Mann kann er sein, dass er in deinen Augen ein bisschen kompliziert ist und das stresst dich. Aber dieser Mann kann eine andere männliche Person auch sein, jemand von deiner Vergangenheit oder jemand von Familie oder kann Arbeitskollege auch sein und dieser Mann stresst dich. Deinen Möglichkeiten nimm das wahr und dieser Hund kann Haustiere auch sein und hast du die Möglichkeit, um die Tiere zu kümmern. Aber kann auch bedeuten, dass du im Freundeskreis, Bekanntenkreis bekommst du andere Angebote oder Einladungen, hast du Möglichkeiten, etwas zu verbessern. Und deine Existenz. Du lernst gerade, das kann deine Spiritualität sein, oder du lernst mit dir selbst in Einklang zu kommen. Sein Gegenwart, er steht in Öffentlichkeit, möchte bewundert zu werden. Kann auch sein, dass er möchte etwas veröffentlichen oder hat vor, mit dir in Öffentlichkeit zu treffen. Und dein Gegenwart? Mond zeigt Mutterthemen oder Verbindung zu deiner Mama. Kann auch Schwangerschaft auch bedeuten, deine eigene Mütterlichkeit. Aber symbolisiert auch die Träume. Dass du eine Vision hast, einen Traum und du möchtest das verwirklichen. Und das war diese aktuelle Liebesorakel. Wenn dir dieser Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst. Du kannst deine Meinung im Kommentar schreiben oder mich besuchen in Facebook-Seite Dendera Medici. Oder Dendera Susanna Medici, dort erscheint täglich die Maya-Kalender. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.